im Salzburger Wifi. Zum ersten Mal ging dort das Austrian Business Opening über die Bühne, das künftig alljährlich im Herbst in einem anderen Bundesland stattfinden und Impulsgeber für die Wirtschaft sein soll. WKS-Präsident Konrad Steindl rückte in seiner Begrüßung die Bedeutung des Unternehmertums in den Mittelpunkt. Eher wird hierzulande Wirtschaft als Gefährdung von Ruhe, Wohlsein, Work-Life-Balance gesehen, denn als Ursache von Wohlstand oder Chance auf Sinngebung betrachtet. Wirtschaft werde viel zu oft als Problem und nicht als Teil der Lösung wahrgenommen. Das zeige sich auch in zum Teil drakonischen Strafen für Betriebe, ist WKÖ-Präsident Christoph Leitl überzeugt. Weniger Strafen, beraten statt Strafen, Toleranzschwellen einführen. Nicht, wenn eine Arbeitspause statt 30, 29 Minuten ist, patsch und pro Fall 800 Euro Strafe, wie viele Leute sind es? Das wird multipliziert und ein kleiner Bäcker hat plötzlich einen sechsstelligen Strafbetrag. Auch Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer verwehrte sich gegen gängige Negativklischees und verwies auf den Pioniergeist der Unternehmer. Die Unternehmer sind neugierig. Die wollen wissen, ob was geht. Die wollen eingefahrene Pfade verlassen. Sie wollen im Wettbewerb vorne sein. Sie gehen ins Risiko. Mut zum Risiko und zur Veränderung propagierten auch die beiden deutschen Business-Querdenker Anja Förster und Peter Kreuz. Sie plädierten dafür, eingefahrene Denkmuster zu verlassen und auch einmal die Perspektive zu wechseln. Wir sind ganz große Fans des Begriffs Heterogenität. Und Heterogenität bedeutet immer, dass ich in meinem Umfeld Menschen zulasse, die vollkommen anders ticken als ich. Die Dinge hinterfragen, die mir vielleicht auch Feuer unterm Hintern machen und sagen, sag mal, wieso siehst du das so? Die Lösung eines Problems, eines unternehmerischen Problems, sollte man auch gar nicht in der eigenen Branche suchen. Wieso denn das? Na, was wollen Sie in der eigenen Branche Interessantes finden? Das, was es in der eigenen Branche gibt, das kennt man. Das Interessante ist, zu überlegen, was machen möglicherweise andere Branchen, von denen wir etwas lernen können. Das heißt, ganz oft wird man feststellen, dass ein Problem, das einen beschäftigt, von dem man glaubt, es ist absolut einzigartig, da hat noch kein Mensch je eine Lösung drauf gefunden, dass irgendwo anders in einer anderen Branche es schon ganz, ganz lange eine Lösung dafür gibt. In der anschließenden Podiumsdiskussion standen Innovationskultur und Unternehmergeist in Österreich auf dem Prüfstand. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass gerade dort, wo höhere Arbeitslosenrate ist, wo weniger Alternativen da sind, einfach mehr Innovation entsteht. Das ist etwas, was in Österreich nicht positiv besetzt ist. Aus dem positiven Grund heraus, dass wir eine niedrige Arbeitslosenrate haben und es uns allen gut geht, dass ein gewisses Maß an Saturiertheit da ist und das ist immer schlecht für Kreativität und Innovation. Ich meine, in Österreich leben wir voll in dem Land der Seligen. Wenn es irgendwo darum geht, etwas zu gründen, dann hier. Und solange man keine zwei Kinder hat und kein Hauskredit über 500.000, kann einem nichts passieren. Unternehmertum ist Lifestyle. Das ist nicht nur so quasi die dicke Zigarre und der Mercedes. Ich glaube einfach, wir brauchen Mut zur Veränderung. Es müssen einfach Dinge nicht nur diskutiert werden, sondern auch umgesetzt. Erfolg braucht man für den Spaßfaktor und fürs Selbstvertrauen. Aber eben die Misserfolge bringen einem schon weiter, wenn man nur aus Fehlern lernen kann. Wir sehen ja in den Studien, dass nur 20% der jungen Menschen selbstständig sein wollen. Das ist sehr niedrig im Europaschnitt. Also warum nicht in den Volksschulen schon kleine Business Cases vorbereiten? Warum nicht einfach sehr früh auf diese Lebensmöglichkeit hinweisen? Diese Lebensmöglichkeit wurde beim Austrian Business Opening anhand von Success Stories dargestellt. Etwa jene von Florian Gschwantner, Mitbegründer von Runtastic, einem Unternehmen, das auf innovative Apps spezialisiert ist. Überlegt euch was Gescheites, macht was Gescheites, aber bitte nicht das. Und das zeigt auch wieder, der junge Unternehmer muss auch oft ein bisschen verrückt sein und muss sich mal denken, okay, was vielleicht viele Leute, die schon viel Erfahrung haben und super Sachen gemacht haben, aber manche Sachen weiß man halt nicht. Und da ist es auch wichtig, dass man als Junger motiviert ist und dranbleibt. Eines ihrer Erfolgsrezepte verriet auch Touristikerin und WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schulz. Bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bemerke ich, wir haben mittlerweile über 800, dass es einfach ganz wichtig ist, die Überzeugung, dass wir gemeinsam einen Weg gehen. Und somit haben wir ein ganz starkes Rückgrat und da funktioniert, glaube ich, dann ein bisschen mehr als wie sonst. Management-Experte Hermann Simon erklärte in seiner Keynote, warum man von sogenannten Hidden Champions, also mittelständischen Unternehmen, die in der Öffentlichkeit wenig bekannt sind, aber dennoch zu den Top 3 weltweit in ihrer Branche zählen, einiges lernen kann.
Erste Lektion ist, dass die Städten Champions sehr ambitiöse Ziele setzen, die auf Marktführerschaft und Wachstum ausgerichtet sind und diese Ziele auch tatsächlich erreichen. Ein zweiter Pfeiler ihrer Strategie ist die Fokussierung. Nur mit Fokus kann man Weltklasse werden. Fokus macht aber einen Markt klein. Wie machen Sie ihn groß, indem Sie in die ganze Welt hinausgehen und Ihre Produkte verkaufen? Was die Unternehmen brauchen, um in der globalisierten Wirtschaft bestehen zu können, darum ging es in der zweiten Podiumsdiskussion. Wir müssen nicht jede Direktiv in das Golden Plating hineinfahren, Energieeffizienzgesetz, 1:1 übernehmen von Brüssel, nicht noch Zeug dazu finden, Energiebeauftragter und was und was alles wir noch brauchen. 1:1 kopieren, fertig, da brauche ich keinen Beamten, da brauche ich maximal eine Kopiermaschine. Wir haben lange diskutiert und haben eine Einigung in der Bundesregierung, auch die Wirtschaft fordert es, dass die Eigenkapitalquote in den österreichischen Firmen, gerade im Mittelstand, leidet, dass die Fremdfinanzierung seitens der Banken klassisch immer schwieriger wird, Stichwort Basel III, dass es für die jungen Unternehmer wahnsinnig schwierig ist, hier zu Kapital, zu Geld zu kommen und dass es deshalb genau in diesem Bereich Maßnahmen seitens der Bundesregierung benötigt. Nicht klein-klein zu denken, sondern Österreich neu zu denken. Wir haben jetzt ungefähr 500.000 Unternehmer. Warum sollte es nicht möglich sein, in 10 Jahren 1 Million Unternehmer zu haben, die ordentlich wachsen, die offenere Systeme haben? Und weil die Zukunft jetzt beginnt, wurden zum Abschluss des Austrian Business Openings 3 herausragende junge Wissenschaftler mit Stipendien des Programms Zukunft Wirtschaft ausgezeichnet. Musik.